bedanken, die uns hier heute beistehen zu der Trauerfeier von Schorsch. Und ist ja bis jetzt viel gesagt worden von den beiden Töchtern. Das können wir alles nur wiederholen, wenn du so willst. Schorsch ist am 28.11.2017 in unser Schade eingetreten. War immer ein strammer Kerl, hat immer zu seinem Wort gestanden, nie jemanden enttäuscht. Egal wer was hatte oder wer Unterstützung brauchte, konnte sich auf Schorsch immer verlassen. Schorsch war auch beliebt in anderen Ländern. Er war scherzweise bei uns, haben wir ihn Außenminister genannt, weil er immer unterwegs war. Er hatte Freude an dem ganzen Leben gehabt, ein Hells Angel sein. Und hat das auch voll genossen. War nie schlecht gelaunt oder irgendwie, dass man ihm irgendwie was angesehen hat, wenn es ihm schlecht ging. Er hat ein paar Vertraute gehabt im Charter. Wenn was war, hat er mit denen darüber gesprochen. Aber ansonsten war er dann doch immer für sich und hat er nie irgendwie auf Mittag gemacht oder sonst irgendwas. Die Mädels haben so viel erzählt. Wir vermissen Schorsch, das war ein harter Schlag für uns. Auch die ganze Geschichte, wie es mit ihm zu Ende gegangen ist, das ist bis heute nicht geklärt. Wir werden das natürlich mit Argusaugen beobachten, verfolgen und wenn nötig alles dafür tun, falls es nicht so war, wie wir es hoffen, dass es aufgeklärt wird. Schorsch wird immer in unserem Herzen sein, keine Frage. Die Familie kann sich immer auf uns verlassen, egal was ist, keine Frage. Und wir werden immer an Schorsch denken. Afa! 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 Und jetzt ist freie Abreise. Ich denke, wir sollten mal ein bisschen stehen bleiben, wieder ein bisschen verweilen, an Schorsch denken, eine Gedenkminute. Und ansonsten vielen Dank für euer Kommen. Thank you very much for coming, for brothers from other countries. We are very proud of this. Thank you. Also wir haben was vorbereitet, ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne auch mit zum Grab kommen. Das ist direkt hier um die Ecke, diverse 50 Meter von uns entfernt. Ich hatte ein paar Rosenblätter bestellt, habe aber natürlich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Also ihr dürft gerne auch nochmal zum Grab gehen. Wir lassen jetzt gleich die Urne hinein, auch dann ist das Grab gefüllt. Wir bringen jetzt gerade noch ein paar Rosen rein und dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch am Grab noch einmal vorbeizuschauen, vielleicht die ein oder andere Rose oder Rosenblatt reinzuwerfen, das würde ihn sehr freuen. Also dazu seid ihr auch natürlich noch herzlich eingeladen und wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank für alles. Also auch an euch, Dankeschön.